große Freude, Sie alle zusammen mit Herrn Generalsekretär der KORFA Almi Klaffi hier in Stuttgart zu diesem ersten deutsch-tunesischen Wirtschaftsforum begrüßen zu können. Madame Bouchamari, Sie erinnern sich, als ich Sie im letzten Dezember in Tunis besucht habe, wir führten dort exzellente Gespräche. Übrigens hatten Sie mich vorher schon in Berlin besucht, so muss man eigentlich beginnen. Aber als ich bei Ihnen in Tunesien war, hatten wir die Idee, in diesem Rahmen ein erstes deutsch-tunesisches Wirtschaftsforum zusammen abzuhalten. Und Sie wissen ja, wie das ist. Vieles wird besprochen, viele Vorschläge gemacht, aber selten wird dann etwas durchgeführt. Und deswegen freut es mich, dass wir nicht nur gesprochen haben, nicht nur entschieden haben, sondern dass wir genau das heute und morgen auch durchführen. Ich möchte mit einer Entschuldigung beginnen. Ich hatte heute schon das Vergnügen, ebenso wie mein Kollege Staatssekretär Silbermann, einige Stunden auf der Autobahn zu stehen, im Stau. Das passiert auch in Tunesien, aber öfter passiert es in Deutschland. Und wenn Sie aus dem Großraum München nach Stuttgart fahren wollen, dann müssen Sie eigentlich immer die dreifache Zeit einrechnen, aber nicht einmal das war heute lang genug. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre Anwesenheit heute zeigt eindrücklich das große Potenzial, was wir zwischen unseren Volkswirtschaften haben. Ich bin mir sicher, dass diese Veranstaltung dazu beitragen kann, dass wir dieses hohe Potenzial auch noch intensiver ausschöpfen können. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieser Veranstaltung jetzt schon beigetragen haben. Ich bedanke mich zunächst bei unseren Gastgebern, nämlich dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Ich freue mich auch sehr, sehr geehrter Herr Minister Brachin, dass Sie als Minister für Entwicklung, Investitionen und internationale Zusammenarbeit aus Ihrem Land hierher angereist sind, um diese Konferenz von Seiten Ihrer Regierung zu vertreten. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei der Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce de l'Artisan und namentlich bei Ihnen, Frau Präsidentin Bouchamari, für die gute Partnerschaft. Ich möchte mich auch bei der Bundesregierung ganz herzlich bedanken, in diesem Fall bei dir, lieber Staatssekretär Thomas Silbermann, der du auch heute unseren Minister Gerd Müller vertrittst, dass diese Veranstaltung von Seiten der Bundesregierung begleitet wird und unterstützt wird. Wir wissen, dass zwischen dem deutschen Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Land Tunesien die Beziehungen sehr intensiv ausgebaut werden. Und nicht zuletzt gilt mein Dank der tunesischen Botschaft in Berlin, lieber Herr Botschafter, und der deutsch-tunesischen Industrie- und Handelskammer sowie auch dem Foreign Investment Commercial Agency. Meine Damen und Herren, dass das erste deutsch-tunesische Wirtschaftsforum in Stuttgart stattfindet, ist kein Zufall. Denn die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart pflegt seit langer Zeit intensive Beziehungen zu Tunesien, die sich auch in einer Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und der nordtunesischen Stadt Menzel-Bourguiba ausdrücken. Meine Damen und Herren, Tunesien mag zwar flächenmäßig kein großes Land zu sein in Nordafrika, das kleinste Land in Nordafrika, aber das Wirtschaftspotenzial dieses Landes ist umso größer.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass Bildung, wirtschaftliche Diversifizierung und ein gutes Investitionsklima vorhanden sind. Hinzu kommt natürlich, und Madame Bouchamari, Sie haben das erwähnt, dass sich eine junge Demokratie entwickelt, dass sich nach dem arabischen Frühling in Tunesien als erstes Land alles wieder gut stabilisiert hat. Und ich hatte die Ehre, bei meinem Besuch im letzten Dezember als allererster nicht-tunesischer Politiker von ihrem gerade frisch gewählten Parlamentspräsidenten empfangen zu werden. All das ist eine wichtige Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, denn selbstverständlich erwartet die Wirtschaft, erwarten Unternehmen stabile politische und rechtliche Rahmenbedingungen. Dazu gehört das gerade im September verabschiedete Wettbewerbsgesetz, aber auch die Gesetzgebung zu öffentlich-privaten Partnerschaften und zu einem neuen Investitionsgesetz. Das alles wurde auch erst jüngst vom Internationalen Währungsfonds gewürdigt. Die Erfolge beim politischen Übergang werden also Früchte tragen. Schon jetzt, meine Damen und Herren, beginnen die Standortvorteile Tunesiens stärker zum Tragen zu kommen. Dazu gehört selbstverständlich die strategisch ausgesprochen günstige Lage im Herzen des Mittelmeerraums und die ausgesprochen kurzen und schnellen Verbindungen zum mitteleuropäischen Raum, gerade auch zu Deutschland. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern, meine Damen und Herren, sind ja bereits seit Jahrzehnten intensiv und sie sind auch zukunftsfähig. Beide Länder sind bereit, davon bin ich überzeugt, diese Wirtschaftsbeziehungen auch weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Deutschland ist heute der drittgrößte Handelspartner und auch ausländische Investor in Tunesien. Gegenwärtig gibt es etwa 260 deutsche Unternehmen, die in Tunesien mit Investitionen arbeiten. Diese beschäftigen, diese 260 Unternehmen, immerhin 55.000 tunesische Arbeitskräfte und haben ein Investment getätigt von etwa 350 Millionen Euro. Dass Deutschland bereit ist, Tunesien auf seinem Weg der wirtschaftlichen Stabilisierung zu begleiten, davon zeugt die sogenannte Transformationspartnerschaft, die zwischen beiden Ländern verabredet worden ist. Auch die Rolle Tunesiens als Sondergast beim G7-Treffen in Elmau vor wenigen Monaten bezeugt den hohen Stellenwert, den Deutschland dem Land Tunesien beimisst. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Beziehungen zwischen Tunesien und Deutschland, der wachsenden Bedeutung der Entwicklung auch erneuerbarer Energien und auch allen Fragen der Energieeffizienz, verbindet beide Länder seit 3 Jahren auch eine enge Energiepartnerschaft. Wir widmen diesem Themenkomplex ja auch genügend Raum auf diesem Forum ein. Meine Damen und Herren, da die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern gerade auf dem Energiesektor besonders eng sind, möchten wir dieses Thema, wie gesagt, einer ganz besonderen Schwerpunktsetzung unterziehen. Sie erhalten in der ersten Session einen Überblick zu rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Investoren auch auf diesem Gebiet in Tunesien. Wir werden dann am Nachmittag Elektronik, Mechanik und Automobilindustrie in den Mittelpunkt stellen, bevor wir uns in einer letzten Session den Informations- und Kommunikationstechnologien zuwenden. Alle Sessions werden angereichert durch, ich glaube, sehr wichtige Erfahrungsberichte von Vertretern deutscher Unternehmen,
die seit langem in Tunesien Niederlassungen und Werke betreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als wie wir es immer nennen, Kompetenzzentrum für deutsch-arabische Wirtschaftsbeziehungen, wird die HORFA, Arab-German Chamber of Commerce and Industry, die Förderung der deutsch-tunesischen Wirtschaftskooperation fortsetzen. Unsere Kammer bietet ihren Mitgliedern und Partnern eine ausgesprochen große Bandbreite an Dienstleistungen. Im Zentrum unserer Aktivitäten stehen Branchen- und länderspezifische, aber auch übergreifende Veranstaltungen. Wir führen Delegationsreisen durch. Wir haben Arbeitsgruppen mit spezifischem Branchenfokus und wir leisten natürlich auch mit unserem Stab etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Hälfte davon mit exzellenten, völlig fließenden, zum großen Teil muttersprachlichen arabischen Sprachkenntnissen. Mit diesem Team beraten wir Sie und erbringen Dienstleistungen für Sie und Ihre Unternehmen und bringen auch hochwertige Publikationen heraus. Meine Damen und Herren, jetzt im November, in wenigen Wochen, werden wir zum 6. Mal das Arabisch-Deutsche Energieforum in Berlin ausrichten. Das Forum dient als zentrale Netzwerk- und Informationsplattform. Es bietet mit über 400 Teilnehmern aus allen arabischen Ländern und natürlich auch aus Deutschland und angrenzenden Ländern einen ganz hervorragenden Rahmen, um sich mit hoch- und höchstrangigen Entscheidungsträgern aus der Region und mit potenziellen Geschäftspartnern im Energiesektor auszutauschen. Meine Damen und Herren, die deutsch-tunesischen Wirtschaftsbeziehungen bieten ein ausgesprochen vielfältiges Potenzial für eine wirklich fruchtbare, gedeihliche und nachhaltige, wirksame wirtschaftliche Zusammenarbeit. Deshalb freue ich mich heute sehr, dass Vertreter ganz unterschiedlicher tunesischer Wirtschaftszweige zu diesem ersten deutsch-tunesischen Wirtschaftsforum zusammengekommen sind. Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, machen Sie heute und morgen intensiv von den Möglichkeiten Gebrauch, welches dieses Forum bietet. Ich möchte Sie nochmals alle aufs Allerherzlichste begrüßen und wünsche uns eine erfolgreiche Tag.